Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu Roblox Mad City mit dem Thomas. Hi! Hi! Und hier geht die Post ab im Gefängnis. Was ist denn los hier? Welche Insassen machen hier Stress, hör mal? Hier gibt's wohl ein bisschen Stress. Also der Borkussen und ich glaube, die haben mich abonniert, hör mal. Der Marc, der schlägt ja auch mit dem Stock zu, ne, hör mal. Ja, das liegt alles, weil die nicht abonniert haben. Das geht einfach gar nicht meiner Hinsicht. Also los auf den Abo-Button klicken. Ja, du schießt die ab. Dich können sie zurecht töten, aber ich stelle mich einfach nur neben die, tue so, als würde ich die ausrauben und die schießen mich 80 Mal ab hier. Ja, das Komische ist, ich habe dir zweimal ausgeraubt und ich habe nie eine Keycard bekommen. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber Fakt ist, ich habe die nicht angetouched, also nicht berührt, deswegen tun sie mir auch nichts, da können wir erst gar nichts tun. Dementsprechend, ja, einfach. Ansonsten, Leute, ganz kurze Info am Rande, wenn ihr noch nicht abonniert habt und wenn ihr noch kein Like da gelassen habt, dann wird es wirklich jetzt spätestens an der Zeit, denn, ne, Leute, Like da lassen, abonnieren nicht vergessen und, ja, dann seid ihr immer auf dem aktuellen Stand, wenn es um Mad City geht und ich würde sagen, Thomas, ich habe einen Lockpick, ich kann hier durch und du also ich bin einfach draußen hochgeklettert und drüber. Ich benutze jetzt einfach den Lockpick, weil Alter, ich werde schon wieder abgeknallt von denen. Ja, die sind ja auch am Schwitzen, hör mal, die sind wirklich... Die sind heiß wie Frittenfett, die wollen und dich auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt beide geholt, hör mal. Nicht mit ehrlich? Mir. Also nicht, bist nicht gestorben? Nee, die waren nicht gestorben. Ich habe eine Keycard, also wenn du Hilfe brauchst, ne? Ich bin schon extra draußen, ne? Oh, ja gut, ich auch. Ja, genau. Also fast. Der kommt jetzt gerade und will mich aus dem Heli ziehen, aber sonst alles gut. Warum ist meine Lackierung weg, hä? Der ist einfach bei mir im Heli eingestiegen, der Kollege. Oh, pass auf, der kommt. Kollege, so geht's hier aber nicht. Du bist ja ganz schnell weg, stimmt, da war ja was. Hä, aber jetzt verstehe ich nicht, warum ist meine Lackierung weg? Moment mal. Like Bike? Hä? Ist das ein Bug? Warte, Nero? Lol? Ich kann's ja jetzt zugeben, ich habe dir in der Nacht den Lack entfernt. Ja, aber eigentlich hatte ich ja so einen besonderen Skin, der so geleuchtet hat und sowas. Ja, ich sag ja, ich hab den entfernt, einfach nur in der Nacht. Underglow. Und die war auf Blue. Warum funktioniert? Hä? Irgendwie funktioniert es nicht. Moment, hier bin ich. Hallöchen. Du hast die blaue Beleuchtung hinten? Ja, nee, also drumherum eigentlich. Also, ja, sieht man. Ha, sieht man bei mir? Ja. Okay, komisch. Bei mir sieht man es nicht. So, egal. Auf jeden Fall fahre ich da mal ganz kurz hier zur kriminellen Bar. Obwohl, da kann ich eigentlich gerade eh nichts tun, ne? Ich würde sagen, ich schnapp mir hier nochmal ein bisschen was aus dem Automaten. Aber Leute, wir wollten heute mal eine Sache ansprechen, die uns schon ein bisschen auf die Nerven geht, müssen wir dazu sagen. Also, genau, die macht uns ziemlich sauer. Heute sind wir ein bisschen salzig unterwegs, ne? Salzig, genau, mit ein bisschen Zucker auch. Ja, aber nur ganz dezent. Und zwar geht es heute mal darum, um das Thema Updates, was mit City angeht. Denn, Leute, versteht uns nicht falsch, wir wollen das Spiel nicht schlecht reden, wir finden das Spiel klasse. Genau, haben wir wollen auch keinen angreifen, keinen Entwickler, keinen von euch, gar nichts. Wir wollen es einfach nur loswerden, weil wir ein bisschen sauer und salzig und enttäuscht sind, muss man auch sagen. Ne? Wir sind einfach ein bisschen enttäuscht. Genau. Leute, es geht um nichts anderes als die Mad City Updates, ne? Es ist nämlich so, Thomas und ich, wir überlegen natürlich auch jeden Tag, was können wir machen, was können wir hochladen, was Mad City angeht, ne? Und ihr wisst, wir sind jetzt schon ungefähr seit fast einem Jahr dabei. Obwohl, ja, ein Jahr jetzt nicht, aber sagen wir mal, 7 Monate sind wir dabei. Mad City regelmäßig, also so gut wie täglich. Also klar, es gab hier und wieder mal Zeiten, wo es nicht täglich kam. Aber sagen wir mal, in der Regel auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßig, ne? So, und das Problem ist einfach, was Mad City angeht, dass die Updates immer weniger werden. Und wenn irgendwas rauskommt, sind das vielleicht Sachen, womit man... wenn überhaupt ein Video füllen kann, so nach dem Motto, und oder zwei, drei höchstens, und dann ist wieder Schluss, aber auch wirklich Schluss für ein, zwei Wochen, denn wenn wir überlegen, wann es das letzte Update aktuell gab, dann ist das wieder 2 Wochen her. So. Genau, und was wir auch ganz, ganz komisch finden ist, wenn die Entwickler der Meinung sind, jo, wir laden das am Wochenende hoch, wir schon richtig am Warten, wir haben den PC den ganzen Tag an, Twitter alles aktiviert. Und was passiert? Am Montag kommt dann eine Nachricht, oh, wir bringen das nächste Wochenende raus. Vielleicht raus, also, ne? Das vielleicht. Das Komische auf Twitter ist einfach, dass die Aussagen manchmal einfach überhaupt nicht stimmen. Also, zum Beispiel heute, Leute, stand da so, ich kann euch mal ganz kurz sagen, was auf Twitter stand. Einen Moment, ich würde sagen, ich gehe ganz kurz einmal hier rüber in die Goldgrube und dann sage ich euch, was auf Twitter stand. Aber in die Goldgrube? Wo ist denn die, hör mal? Ja, bei der Pyramide. Oh. Ich kann euch so viel sagen, er hat auf Twitter sowas ähnliches geschrieben wie Montag ist Updates-Tag und oder Montag gleich Updates-Tag, irgendwie sowas oder Updates-Zeit
Und dann dachte ich mir, okay, krass, am Montag kennt man gar nicht so. Genau, und auf einmal und jetzt überlegt so, mal, was für einen Tag ihr habt. Also für euch aus gesehen war das ja, für euch aus gesehen war es ja gestern, ne? Also nur kurz, ganz kurz als Info. So, dann dachten wir uns, krass, okay. Und dann haben wir mal den nächsten Tweet gelesen. Ja, am Wochenende kommt dann das Update, so. Hä? Auf einmal heißt es dann wieder Sonntag oder Samstag. Ja, und das sind die Aussagen, die wir einfach nicht so verstehen. Und dann kündigen die das auch so heftig an. Und was passiert? Dann kommt irgendwie, weiß nicht, ein kleines Messer kommt neu. Ja, genau. So, das finden wir einfach ein bisschen schade. Warum kündigt man das so krass an, wenn es einfach nichts Großes wird? Er hat geschrieben, ich kann euch das genau wiedergeben. Ich liebe Montage. Montag gleich Updates und dann, also ich übersetze euch das, Mondays gleich Updates, hat er geschrieben und dann, wir arbeiten an etwas sehr Außergewöhnlichem, es sollte am Wochenende fertig sein. Hä? Und warum schreibt er dann Montag gleich Updates? Also das verstehe ich nicht. Entweder Thomas und ich verstehen das gerade falsch und es heißt, ne, wegen Zeitversetzung und sowas, dass jetzt in der Nacht, also vor euch aus gesehen, ist das wahrscheinlich schon der Fall gewesen oder sollte es jetzt schon online sein, das Update? Und wenn das, nicht, dann bestätigt das wieder unsere Theorie, dass das einfach voll komisch ist. Genau, also entweder es kam jetzt für euch aus gesehen zu diesem Zeitpunkt ein Update raus oder am Wochenende. Also dann wirklich am Wochenende. Aber ihr müsst mal überlegen, es gab 3 Wochen und einfach kein Update mehr. Also das letzte war dann 3 Wochen her. Für eine neue Season ist das ein bisschen traurig. Stellt euch mal vor, das wird bei Fortnite der Fall sein oder bei anderen Spielen. Ihr würdet euch auch komplett aufregen. So. Also besonders, es ist halt so, weiß ich nicht. Die Season ist schon lange draußen. Und was wurde jetzt von der Map so effektiv genutzt? Also, wenn wir überlegen, was alles dazu kam und was jetzt wirklich genutzt wird, dann ist das irgendwie mager. Also, Atlantis kam dazu. Wo hat Atlantis irgendwo eine Funktion? Dieser Seestern. Ja, er hat keine Funktion. So, dann gehen wir weiter. Okay, dieses Nukleargebiet. Wo hat das eine Funktion? Also, ne, Thomas und ich, wir hoffen ja immer noch ein bisschen darauf, dass es endlich mal wieder, dass es einfach ein richtig fettes Update gibt, also, ne, was viele auch darunter geschrieben haben unter dem Video von, nicht unter dem Video, sondern unter dem Tweet, also unter dem Beitrag vom Entwickler auf Twitter, weil dort hat er nämlich das geschrieben mit Montag gleich Update oder, ne, Wochenende, was kommt was Krasses auf euch zu, hat er alles auf Twitter geschrieben. Und da haben einige geschrieben, ja, kommt das Apartment-Update jetzt bald und bla. Also da gibt es auch Leute, die auch Hoffnung haben, dass es bald Wohnungen in Mad City gibt. Da sind wir nicht alleine. Ja, und das sind so Kleinigkeiten, wenn die Entwickler zufällig mal unser Video gucken würden. Ich weiß nicht, ob die das verstehen. Würden uns wahrscheinlich gar nicht verstehen. Das kommt erst dazu. Aber wenn die uns verstehen würden, dann wäre das eine echt coole Sache. Ich sage auf jeden Fall mal, Grüße gehen raus an euch. Ja, aber die Jungs und Mädels von Mad City, beziehungsweise die Entwickler sind ja alle Englisch, von dem her. Ja kommt, wäre das komisch, wahrscheinlich wenn nicht verstehen. In Frage, ne? Aber Leute, sagt mal eure Meinung zu der ganzen Sache in die Kommentare. Ich denke mal, da sind wir uns sehr, sehr krass einig, dass das früher deutlich, deutlich besser funktioniert hat, was die Mad City Updates angeht. Früher gab es wirklich jede Woche Updates. Ich meine, klar, das Spiel war frisch, neue Updates oder neue Inhalte konnte man viel einfacher ins Spiel reinbringen, weil es gab ja noch nicht so viel, ne? Ja, alles ist ja keine Verständnis. Argumentation, ne? Aber ich meine, das ist ja genau wie bei uns. Wir bringen Videos raus und wir versuchen ja auch immer wieder was Neues rauszubringen. Wir bringen euch ja nicht jeden Tag was Gleiches bei. Ja. So, es wäre ja langweilig, wenn wir jetzt jeden Tag ein Update rausbringen würden. Zum Beispiel, und das war jeden Tag ein Messer. Wie oft würdet ihr euch das angucken? Beziehungsweise und dann nicht mehr? Wir würden euch jeden Tag nur einen Skin zeigen. Ich glaube, das ist ja auch irgendwann langweilig, oder? Genau, das ist es. Und deswegen, also... Ich meine, diese eine Update, die haben ja eine große Update-Idee. Also, ich glaube auch nicht, dass die das nicht auf dem Schirm haben. Also, warum gehe ich da nicht raus? Ich habe noch gar nicht das ganze Geld hier. Also, diese Apartment-Idee, dass man wirklich eigene Wohnungen kaufen kann im Spiel und so, das wird denen wahrscheinlich auch bewusst sein, dass sie das reinbringen können. Und das wird auch machbar sein, weil andere Spiele bekommt ja auch hin, das so zu machen, dass man sich Wohnungen kaufen kann und die einrichten kann. Aber ich glaube, das ist natürlich eine echt große Sache. Darf man natürlich nicht unterschätzen, aber das würde sowas von frischen Wind ins Spiel reinbringen, dass die auf jeden Fall viele neue Spiele anlocken würden.
Genau. Und große Updates sind halt auch immer potenzielle neue Spieler. Ist halt einfach so. Ja, und auch einfach für uns, ne, muss man dazu sagen, wir würden uns neue Wohnungen machen im Spiel. Ey, das wäre der reinste Hammer. Also ich hätte da richtig Lust drauf, ne? Also so wäre Mad City noch heftiger, als es eigentlich ist. Auf jetzt, jeden Fall. Um mal kurz positiv auch von Mad City zu reden. Auf jeden Fall. Ich meine, wir wollen Mad City kein bisschen schlecht reden, weil wir finden das Spiel mega geil, Leute. Genau. Ihr wisst das auf jeden Fall, sonst würden wir das nicht so suchten. Eben. Aber das sind so die Sachen, die uns ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Auf jeden Fall. Naja, gut, ich würde sagen, Thomas und ich, wir verabschieden uns jetzt an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst sehr, sehr gerne ein Like da, Abo da und eure Meinung in die Kommentare, ne? Genau, Leute. Bis dann und ciao. Ciao.